Die NASA hat Proben von einem Asteroiden gesammelt und zur Erde zurückgebracht. Und als sie nun diese Proben geöffnet hat, ist etwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Und die NASA-Wissenschaftler sind absolut ratlos. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um die Originalaufnahmen dessen zu sehen, was die Wissenschaftler von diesem Asteroiden zurückgebracht haben. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Einfach mal zu einem Asteroiden fliegen, eine Materialprobe nehmen und das Zeug dann unbeschadet zur Erde zurückbringen. Kann man mal machen, oder? Aber immer der Reihe nach. Die Raumfahrt ist ja nicht nur der Traum von interstellaren Reisen und die Suche nach spannenden Exoplaneten. Oftmals geht es einfach um den Versuch, die Rätsel unseres eigenen Sonnensystems zu lüften. Und die Mission OSIRIS-REx der NASA ist ein Paradebeispiel für solch einen Versuch. Diese Mission zielt darauf ab, tiefere Einblicke in die Ursprünge unseres Heimatsystems zu gewinnen und die Geheimnisse der Asteroiden, die es bevölkern, zu verstehen. Denn Asteroiden sind sozusagen Zeitzeugen aus der Anfangszeit des Sonnensystems, die schon vor Milliarden Jahren dabei waren. Zu der Zeit, als die Planeten sich gerade erst aus einer protoplanetaren Akkretionsscheibe gebildet haben. Und wenn wir sie untersuchen, dann erfahren wir mehr über die Entstehung der Planeten und insbesondere über die Geburt unserer eigenen Erde. So ein bisschen, wenn ihr mit eurem Uropa sprecht und er euch stundenlang Geschichten von vorm 30-jährigen Krieg erzählt. Man kann die Leute nicht mehr fertig machen, so wie früher. Heute gibt es andere Methoden. Am besten ist es, denen Geschichten zu erzählen, die absolut sinnlos sind. Aber so einen Opa-Asteroiden zum Reden zu bringen, ist ziemlich knifflig. Und da kommt die NASA mit ihrem Projekt OSIRIS-REx ins Spiel. Der Name OSIRIS-REx steht für Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Gelauncht im Jahr 2016 wurde die Sonde darauf programmiert, den Asteroiden Bennu zu erreichen, ihn zu studieren und dann Proben zurück zur Erde zu bringen. Und die NASA hat Bennu nicht zufällig ausgewählt. Sie hat sich sozusagen den interessantesten Opa im Altersheim ausgesucht. Okay, ich glaube, so langsam habe ich diesen Vergleich überstrapaziert. So, und bevor ich euch zeige, was die NASA denn nun in den Proben entdeckt hat, zeige ich euch ganz kurz etwas, das sehr praktisch ist, falls ihr auch Asteroidenstaub transportieren wollt oder Münzen. Wenn ich ins Planetarium gehe, um hier meine Videos zu produzieren, kaufe ich mir unterwegs immer eine Kleinigkeit am Kiosk. Und was mich schon lange wurmt ist, dafür immer extra mein großes, störendes Portemonnaie mitzuschleppen. Ihr kennt das bestimmt, oder? Man geht nur eine kurze Strecke, steckt sich das dicke Portemonnaie in die Hosentasche und es nervt einfach nur. Und dann bei all dem Kram die richtigen Münzen zu finden, ist auch umständlich. Kurzum, Portemonnaies nerven mich schon lange. Aber jetzt habe ich die Lösung, ein Wallet von Rich. Rich bietet einen minimalistischen Ansatz, der die Welt der Portemonnaies revolutioniert. In diesem kleinen, stylischen Teil kann ich alles mitnehmen, was ich brauche. Es bietet Platz für bis zu 12 Karten und zusätzlich noch für Bargeld und ist dabei trotzdem unfassbar dünn und angenehm. Das spüre ich in der Hosentasche gar nicht, ganz im Gegensatz zu dem alten Fettsack von meinem anderen Portemonnaie. Wenn ich ins Planetarium gehe, brauche ich aber natürlich nicht nur Geld für eine gemischte Tüte, sondern auch den Schlüssel. Kein Problem, mit dem Rich Keycase kann ich easy bis zu 6 Schlüssel transportieren, ohne dass die rumklirren würden. Ich persönlich finde die Designs der Wallets auch super gelungen. Ich habe mir das Red Carbon 3K ausgesucht. Das hat irgendwie sowas Science-Fiction-mäßiges wie Technologie von einer Mars-Basis oder so. Das Material ist so gut, dass ihr eine lebenslange Garantie erhaltet und ihr könnt es bis zu 99 Tage lang risikofrei testen. Also probiert's einfach mal. Ich empfehle euch, das auszuprobieren und euch nie wieder von eurem riesigen Portemonnaie nerven zu lassen. Es ist eine super Chance, denn mit meinem Link rich.com/astrotim gibt 10% auf eure Bestellung. Es ist zwar nur eine kleine Änderung im Alltag, aber es steigert die Lebensqualität immens, versprochen. Also holt euch jetzt euer galaktisches Rich Wallet und kauft euch eure gemischte Tüte genauso entspannt wie ich. Hier seht ihr eine Aufnahme von Bennu, die OSIRIS-REx 2018 aufgenommen hatte. Aus etwa 80 Kilometern Entfernung wurde hier eine komplette Umdrehung aufgenommen. Dieser kohlenstoffreiche Asteroid, dessen Durchmesser etwa 500 Meter beträgt, wird nämlich verdächtigt, besonders viele Materialien zu beherbergen, die aus der Frühzeit des Sonnensystems stammen. Und das macht ihn zu einem perfekten Kandidaten, um Hinweise auf die Bedingungen und Prozesse zu liefern, die zur Bildung der Planeten geführt haben. Eine Zeitkapsel im All.
Außerdem war Bennu gut zu erreichen, denn als erdnaher Asteroid folgt er einer Umlaufbahn, die der Erde ziemlich nahe kommt. Das verringert das Risiko und die Energie, die erforderlich sind, um ihn zu erreichen und auch wieder von ihm wegzukommen. Außerdem zeigen spektroskopische Analysen, dass Bennu wahrscheinlich reich an organischem Material und sogenannten volatilen Verbindungen wie Wasser ist. Anders gesagt, nicht nur zeigt er uns, wie die Planeten entstanden sind, möglicherweise hat er sogar Schlüsselinformationen über die Entstehung des Lebens. Genauso wie euer Großvater euch erzählen könnte, wie das Leben eurer Eltern entstanden ist. Was? Und nun sind diese Proben erfolgreich auf der Erde angekommen. Hier seht ihr die Originalaufnahmen der Landung der Probenkapsel am 24. September in Utah in den USA. Wie unglaublich ist es bitte, dass wir in der Lage sind, sowas technisch durchzuziehen? Und natürlich war die gesamte wissenschaftliche Community unfassbar gespannt, was in dieser Probenkapsel vorzufinden sein würde und welche Ergebnisse die Analyse dieser Proben bringen wird. Konkret geht es um die Untersuchung des Inhalts des TechSam-Kopfes. TechSam steht für Touch and Go Sample Acquisition Mechanism und bezeichnet den Roboterarm, mit dem OSIRIS-REx einen Haufen Staub vom Asteroiden Bennu gesammelt hat. Hier seht ihr die Originalaufnahme, wie TechSam die Proben nimmt. Macht euch das mal bewusst. Wir sehen hier echte Aufnahmen davon, wie ein Roboterarm auf einem weit entfernten Asteroiden extraterrestrisches Material sammelt. Irre. Und der Kopf dieses Roboterarms wurde eben Ende September nach einer epischen 7-jährigen Mission zur Erde gebracht, indem er in einem Probenbehälter versiegelt wurde, den OSIRIS-REx bei seinem Vorbeiflug an der Erde absetzte, um zu einem anderen Asteroiden weiterzureisen. Hier die Originalaufnahmen vom Abwurf der Probenkapsel in Richtung Erde. Der Großteil der Proben ist also in dem TechSam-Kopf, der wiederum in einem Probenbehälter ist. Das ist wichtig, um zu verstehen, weshalb die NASA-Forscher derart verblüfft waren, als sie nun den Probenbehälter geöffnet haben. Bevor der Kopf vor 3 Jahren nach der Probensammlung im Behälter verstaut wurde, sahen Wissenschaftler ein paar Staubpartikel austreten. Man ging davon aus, dass nicht nur im TechSam-Kopf, sondern auch im Probenbehälter etwas Asteroidenstaub verteilt sein würde. So ein bisschen wie wenn ihr eine Packung Kakaopulver kauft und ihr nach dem Einkauf feststellt, dass sie nicht ganz zu war und eure Tasche jetzt voll mit diesem schokoladigen Zeug ist. Mit dem Unterschied natürlich, dass Asteroidenstaub in Milch nicht ganz so gut schmeckt wie Kakao. Aber als die NASA-Forscher den Probenbehälter geöffnet haben, trauten sie ihren Augen kaum. Es hatte sich nicht nur ein bisschen Staub verteilt, das ganze Ding war voll damit. Anders gesagt, der Probenbehälter enthält viel mehr Material von Bennu, als irgendjemand für möglich gehalten hätte. Christopher Snett, stellvertretender Leiter der OSIRIS-REx-Kuration am NASA Johnson Space Center, sagt dazu, das allerbeste Problem, das man haben kann, ist, dass es so viel Material gibt, dass es länger dauert, als wir erwartet haben, um es zu sammeln. Es gibt sehr viel Material außerhalb des Texts im Kopfes, das für sich genommen interessant ist. Es ist wirklich spektakulär, all dieses Material dort zu haben. Also eine absolut erfreuliche Nachricht. Wir haben mehr von dem geheimnisvollen Material, das die Antworten auf die Fragen nach dem Ursprung der Planeten und des Lebens enthalten könnte. Ein Teil des überraschend entdeckten Staubs wurde dann auch direkt aufgeregten Wissenschaftlern der NASA übergeben, die erstmal eine schnelle Analyse durchgeführt haben, um ungefähr herauszufinden, aus was Bennu besteht. Zu dieser ersten Analyse gehören Rasterelektronenmikroskopie, Infrarotmessungen und Röntgendiffraktion und die Ergebnisse sollen dann schon in den nächsten Tagen präsentiert werden. Und danach geht's dann richtig los mit der Analyse der Hauptprobe, also des Inhalts des TechSam-Kopfs. Und was wir dort finden werden, könnte einige unserer allergrößten kosmischen Fragen beantworten. Sobald die ersten detaillierten Ergebnisse der Analyse des Bennu-Staubs da sind, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und ich verspreche euch, das wird richtig spannend. Aber das geht natürlich nur, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich stehe jetzt wirklich ganz, ganz kurz vor den 200.000 Abonnenten und aus den YouTube-Statistiken weiß ich, dass über die Hälfte der Zuschauer meinen Kanal gar nicht abonniert hat. Dabei ist das absolut kostenlos, hilft mir immens und ihr verpasst keine galaktischen Videos mehr. Also Leute, alle mal fleißig auf den Abo-Knopf drücken. Kleiner Zwischenruf aus Gent. Ich habe heute Geburtstag und verbringe ihn mit belgischem Bier und belgischen Pommes und habe eigentlich keine Wünsche zu meinem Geburtstag, weil alles wirklich galaktisch in meinem Leben läuft. Ein kleiner Wunsch, abonniert den Kanal, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und damit würdet ihr mir eine riesige Freude machen. Und jetzt genieße ich weiter mein Bier. Prost! Jetzt verlassen wir mal unser Sonnensystem, denn Wissenschaftler haben nicht nur auf dem Asteroiden Bennu etwas Unglaubliches gefunden, sondern auch im Deep Space, die größte Struktur des Kosmos. Vielleicht habt ihr schon mal von Laniakea gehört, unser Groß-Supergalaxienhaufen, voll mit Millionen Galaxien, in dem auch wir drin sind
und der sich wie so Nervenbahnen eines Gehirns durch den Kosmos zieht. Die Struktur, die wir jetzt entdeckt haben, ist noch viel, viel größer. Und unglaubliche Originaldarstellungen davon gibt es im angezeigten Video. Schaut euch das unbedingt mal an, wenn ihr euch richtig klein fühlen wollt. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen und euch nie wieder mit eurem Portemonnaie rumärgern wollt, dann vergesst nicht, auf den Link des Sponsors Rich zu klicken. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.